Wir sprechen hier über das Projekt Chroma Key. Was bedeutet es genau? Es bedeutet Befragung von reellem physischem Raum, virtuellem Raum, Besitz, Ersetzbarkeit, Aneignung. Inwiefern Aneignung? Ja, weil es... Wir sind davon geprägt, dass Bilder, Videos in der Öffentlichkeit genommen werden zum eigenen Zweck, zugunsten des eigenen Profils, zugunsten der eigenen Narration. Und dafür werden Situationen verwendet. Wenn ich eine Situation ablichte und die dann veröffentliche, dann verändere ich diese Situation nicht physisch vielleicht, nicht räumlich in dem Moment, aber ich verändere sie, weil ich sie ausgrenze. Ich begrenze diese Situation auf eine Bildfläche und diese Bildfläche veröffentliche ich irgendwo, wo es mehr oder weniger Leute sehen. Und diese Aneignung ist eine Aneignung, die eigentlich dieser Situation, also die eigentlich unser physischer Raum bleibt übrig und eigentlich einfach ein reine Umgangs, es ist wie eine Art so Leftovers. Das sind Situationen, die zurückbleiben, weil wir sie einfach eigentlich ausgeschöpft haben, ausgekostet haben für das, was wir dann virtuell mit ihnen irgendwie weiter generieren können. Und warum dieses grüne Tuch? Ja, dieses grüne Tuch ist ja halt dieses Tuch, was eigentlich in einer Postproduktion in einem Studio verwendet wird, dass er eigentlich nicht zu sehen ist im öffentlichen Raum von diesem Moment, wo wenn ich jetzt halt einfach ein Bild schieße, ein Video aufnehme, um mir, wie gesagt, das meiner Narration anzuhängen, die dann über mich halt gesehen wird. Jetzt ist es aber so, dass dieses Tuch mir ermöglicht, im Öffentlichen eine Situation auszugrenzen. Ich kann sie einschließen. Sie signalisiert schon, also dieses Tuch an sich ist eine technische Information, dass dieses Tuch ermöglicht, etwas anderes zu erzählen, dass es entfremdet von dem, was es eigentlich scheint. Es eliminiert es einfach. Und wenn ich ein solch grünes Tuch hinter ein Ferrari stelle, dann ist halt klar, dass dieser Ferrari in dem Moment, in diesem Raum, in diesem, wo er steht, eigentlich nicht mehr derselbe ist, weil ich mit ihm was anderes erzählen werde. Ich erzähle, obwohl ich diesen Ferrari nicht brauchen muss, da geht es also um den Besitz, ich muss ihn nicht besitzen, ich mache also einfach nur mit diesem Akt von diesem Tuch, entwende ich ihn für einen kleinen Moment. Ich muss ihn nicht berühren, ich muss ihn nicht bewegen und trotzdem kann ich mit diesem nehme ihn halt ein. Geht es auch um einen performativen Aktionismus? Ja, vielleicht schon. Es ist auf alle Fälle wichtig zu sagen, zu zeigen, dass dieser Akt, es erfordert einer gewissen Sichtbarkeit. Und natürlich ist, wenn wir das machen, erstmal aufwendig. Das ist zu sehen, dass wir dieses Riesentuch irgendwie aufwendig über irgendwelche Momente hängen oder vor irgendetwas stellen. Und das wirkt dann halt einfach zu dem Zweck, wie es halt danach oder auf was es hindeutet, ist es eigentlich relativ grotesk oder schon fast clownesk, wenn man das eigentlich so verwendet. Aber natürlich geht es im besten Fall auch wirklich darum, dass dieses Signal von diesem grünen Tuch, von diesem Greenscreen, in selbst dieses Entwenden schon in dem Moment der Öffentlichkeit eventuell dieser Link schon passiert. Aber als rein performativer Akt würde ich es eigentlich nicht betrachten, weil es ist eine Notwendigkeit, um den, wie ich schon vorher erzählt, den Ferrari halt für meinen Eigenzweck zu digitalisieren oder zu entwenden. Sie haben Besitz angesprochen. Können Sie darüber noch was sagen? Ja, der Besitz ist, glaube ich, ein sehr wichtiges und großes Thema. Nicht neu, aber aufgrund unserer sehr fortgeschrittenen, globalisierten Vorstellungen ist Besitz etwas, was mit dem Wert einhergeht. Es gibt
unzählige verschiedene Werte, Vorstellungen, denke ich, und auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich empfinde, dass es einen eigenartigen Konsens gibt im virtuellen Bereich über diese Credits, über Beliebtheit, über Views, über Likes, über diesen Status. Und dieser Status beherrscht trotzdem auch Besitz und der Wert davon. Und wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit halt eine Situation entwende für mein eigenes Interesse, dann ist es ein Besitz, in dem ja nur schwierig anzudeuten ist, dass du das jetzt, ja, wie ist dieses, es sind einfach, es sind Grauzonen, wo ich denke, trotzdem, es verändert die Situation. Sie haben ja eben auch von den Rückständen gesprochen. Wenn ich es richtig verstehe, stellen Sie sich unsere Öffentlichkeit als ziemlich trostlos vor. Ist dem so? Gut, trostlos ist eine gewisse Wertung, die ich in dem Moment jetzt nicht setzen würde. Aber klar, diese Rückstände sind für mich Anzeichen von einem Nichtbewusstsein über, ja, was bedinge ich für meine Interessen? Was hinterlasse ich, wenn ich, wie gesagt, in der Öffentlichkeit mich einfach unbewusst bemächtige? Was passiert mit diesem öffentlichen Raum? Und ja, es ist vielleicht ein bisschen eine Tendenz, die mir auffällt, die ich gerne halt einfach bespreche oder beobachte, dass wir, durch das wir einen virtuellen Raum in den letzten Jahren gepflegt haben, auch ein bisschen unseren alten physischen, unseren Altraum, dieser physische Raum, ein bisschen vernachlässigt haben. Ich möchte das aber in Anführungsstrichen sagen, weil er verändert sich halt einfach, aber zum Beispiel, ja, es wird eher einfach ein Abgleich, ein Rückstand, ja, von eigentlich unseren Gewohnheiten, die wir für den virtuellen Bereich dekorieren, nutzen, verändern, ja. Da kommen mir Bilder aus Westernfilmen in den Sinn. Öde Landschaften, in denen sich Einzelkämpfer versuchen, am Leben zu halten und im Hintergrund vertrocknete Sträucher im Winde tanzen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Relativ nah und vielleicht sogar noch blöderweise mit dem amerikanischen Lebensbild zu verbinden, wo glorifiziert wird, woher natürlich auch ein großer Teil dieser imaginären Wirklichkeit stammt. Das ist eventuell ein gutes Schlussbild. Danke für das Gespräch und die Erklärung Ihrer Arbeit und alles Gute. Ebenso, danke.